heiße Lino Marcini und bin die zweite Saison beim EVZ. Aufgewachsen bin ich in Luzern, das heisst ziemlich genau in der Stadt. Also ich habe wirklich nur 5 Minuten in die Stadt gehabt und habe es eigentlich genossen, in der Stadt aufzuwachen. Mein Vater hat auch Hockey gespielt, wir haben ein Jahr beim EVZ gespielt. Ich bin immer sein Match geschaut und dadurch bin ich ins Hockey gekommen. Im EVZ-Nachwuchs bin ich eigentlich seit ich 9 bin. Ich bin mit 9 auf Zug gekommen. Eigentlich, das war noch Piccolo gewesen, und habe eigentlich die ganze Juniorenstufe im EVZ gespielt. Meine 2 Jahre in der kanadischen Juniorenliga haben mich sicher weitergebracht. Das hat riesen Spass gemacht und ich durfte sehr viel lernen. Hockey in Kanada ist sicher anders. Es geht härter zu und her und man merkt schon, dass das Eis auch kleiner ist und dadurch ist es etwas intensiver und man muss mehr den Kopf oben haben. Die erste Profisaison beim EVZ war ein super Erlebnis für mich. Ich hatte Glück, dass ich in der Lockout erleben durfte. Mit super NHL Stars und mit denen zusammenspielen durfte, hat es meine erste Saison noch spezieller gemacht. Grössere Verteidiger habe ich Respekt, aber gleichzeitig zeigt das mir, dass ich die kann vielleicht umfahren kann und dass sie nicht so beweglich sind. Meine Familie ist mein Sein und Alles. Die unterstützen mich, wo sie können. Ohne die wäre ich sicher nicht da, wo ich jetzt bin. Und für das bin ich ihnen dankbar. Hockey bedeutet für mich alles. Es ist mein Leben. Seit ich klein bin, träume ich ein Hockey-Profi zu sein, träume ich in den NHL spielen und für das mache ich alles.